Am Wochenende haben rund 20 Mitglieder der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg mit einer provokanten Inszenierung in Würzburg auf sich aufmerksam gemacht. Die zeigte drei blutverschmierte symbolische Leichen. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Dritte Weg ist eine völkisch-rassistische Splitterpartei, die dem Nationalsozialismus huldigt, Sandra Saatmann berichtet. Strohpuppen und Kunstblut, darüber ein ausländerfeindlicher Slogan und die Gesichter der Kanzlerkandidaten. Die Partei Der Dritte Weg bei einer Demonstration in Würzburg. Ihre abstoßende Aktion sorgt für viel linken Gegenprotest in der Stadt, in der vor einem Jahr drei Menschen durch das Attentat eines Somaliers starben. Die Polizei greift nicht ein, sieht hier keine Volksverhetzung. Es ist strafrechtlich kein Tatbestand erfüllt worden und deswegen gab es da auch keinerlei Beanstandungen durch die Polizei. Die nur wenige hundert Mitglieder zählende Kleinstpartei ist vor allem im Süden und Osten Deutschlands aktiv. Gegründet vor 8 Jahren von ehemaligen NPD-Funktionären des verbotenen Freien Netzes Süd. Eindeutig eine rechtsradikale, ich würde sogar sagen neonazistische Partei, die die typischen Ziele von Nazi-Parteien vertritt. Also übersteigerter Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus. In Bayern und Sachsen treten sie für den Bundestag an, machen derzeit Wahlkampf. Ihre Plakate mit dem Aufruf "Hängt die Grünen" müssen jetzt überall wieder runter. Denn sie seien, so das Oberverwaltungsgericht, eindeutig eine Aufforderung zur Straftat. Trotz dieser offenkundig volksverhetzenden Inhalte ist auch so eine Partei per se erst einmal geschützt durch das Grundgesetz. Alle Parteien, egal wie verfassungsfeindlich sie sind, dürfen an Wahlen teilnehmen, solange sie nicht offiziell vom Bundesverfassungsgericht verboten sind. Und das ist bei der Partei Der Dritte Weg eben noch nicht der Fall. Doch es zeigt sich immer wieder, wie völkisch-rassistisch diese Partei ausgerichtet ist. Und deshalb wird sie vom Verfassungsschutz beobachtet.